Willkommen zu meinem fünften Part Crysis 3. Und jetzt erfahrt ihr, was nicht Prophet, sondern Psycho von mir will. Das ist mir nämlich gerade eben eingefallen. Das ist ja nicht Prophet, das ist Psycho. Ich bin Prophet. Hallo. Ich überleg mir schon mal einen Fluchtplan. Nachwerfer. Was sind die Aliens? Oh, da kommen welche. Ups, und weg. Was jetzt? Ja. Nicht nur der Fluchtweg ist geplatzt. Wer zum Teufel sind Sie? Deine Mutter. Nein, nein, nein. Ich will nicht mit Ihnen reden. Schnauze. Hol Sie Claire an die Strippe. Ja, komm her, komm her, komm her. Nein. Komm her. Ich will Claire. Komm. Oh. Hui! Der ist schon aufgeplatzt. Improvisieren? Was zum Teufel soll das heißen? Ja, improvisieren. Was ist mit Ihrem Plan B? Plan C kommt jetzt. Okay, also da ist ein Tunnel. Daneben. Sie denken, er führt zur Broad Street. Er denkt. Hm. Und Sie sind sich ganz sicher, Schätzchen? Das saftet ja. Shit. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Ihr seht ganz easy hier. Könnt das Ding auch mal abziehen. Ein bisschen mehr Action in das Ganze einzubringen. Aber wie schon gesagt, das Spiel ist nicht wirklich schwer, wenn man sich anstrengt. Und nicht so wie ich einen auf Rambo mache, dann geht das schon. Verschwinden wir, bevor Cell uns den okay. Arsch aufreißt. Übrigens, das Ding behalte ich. Ich leg's nur kurzzeitig. Achso. AGW, was ist ein AGW? Ja. So, dann wollen wir mal. Hui. Hui. Ach, Granaten ist ja voll bei mir. Nee. Ach, das ist der Granatwerfer. Von dem halte ich nicht viel. Ja, das ist besser. Also lauf, Psycho. Lauf! Lauf, Engländer, lauf! Du läufst nicht. Jedenfalls nicht mehr. Leute, ich bin mit Granatwerfer schneller als er ohne. Gut, ich habe auch Nanosuit, aber trotzdem. Lauf, Engländer, lauf! Das ist ja wieder mal großartig. Typisch Zentrale. Ich kann den Tunnel nicht öffnen. Aber ich. Komm gleich. Nicht, aber ich. Komm schon. Ja, ich weiß schon, wo es lang geht. Komm. Komm, Psycho. Komm, du alter Mann. Nein. Ah doch, ich bin immer noch schneller als er. Wo sind die Viecher? Nicht, dass mich nachher eins von hinten angreift. Meinst du, müsste einer auf Big Boss machen? Gib ihm einen Schubs! Okay. Oder soll ich ihm lieber einen Stoß geben, wie deine Mutter gestern Abend? Haha! Mann, war der schlecht. Wird auch noch so niveaulos. Naja, egal. Psycho! Der Zug ist voll mit... Explosivmaterial. Ja. Wo sind die Explosionen? Das sieht ja mehr aus, als würde ich mit dem Gewehr schießen. Hallo? Explosionen! Verarsch mich nicht, Spiel. No, das ist die Explosion. Aua. Ja, guck, da ist die Explosion. Weg damit. Wenn es so oder so keine Explosion gibt, ist das Ding ja langweilig. Ich kann es nicht mal wegwerfen. Ja.
Slow-Mo. Und das war das Ende vom Psycho. Oder auch doch nicht. Komm schon! Ich bin okay. Los! Das wird jetzt gleich geil. Scheiße! Panzer um! Oh shit. Sie haben uns. Das war das Ende von Crysis 3. Mit einer riesigen Explosion. Ja, das war mein Crysis 3 Let's Play. Keiner hat's überlebt. Außer Psycho, Prophet ist tot. Deswegen bleibt der Bildschirm auch schwarz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das war perfekt. Okay, es geht doch noch weiter. Ja, ja. Das wird dann doch etwas, eine etwas kurze Kampagne, selbst für EA. Scheiße. Nee, wirklich. Baby, hier ist dein Lieblingssoldat. Öffne uns ein Fenster zum Versteck. Wir sind in 10 Minuten da. Romeo 1 hier, Romeo Actual. Halten Sie sich an das Funkprotokoll. Und jetzt bringen Sie die Hardware nach Hause. Over and out. Ja, die Hardware. Und zwar mich. Und bei mir ist nicht nur das Hardware, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie ist echt okay, wenn man sie näher kennt. Kein Wort von den Visionen. Okay? Jetzt ratet mal, was er als erstes sagt, wenn Psycho, er bei Ihnen ist. Warum bezeichnet sie mich als Hardware? Ja, weil sie weiß, wie hart bei dir. Nein, nein, okay, okay, ich lasse das Niveau. Solange Sal die Energie kontrolliert, kontrollieren sie auch uns. Genau wie Sklaven. Sals goldene Gans ist im Zuckerman Energienexus in der Nähe der Broad Street Station. Sie nennen sie System X. Dieser Überrest der SEV-Technologie ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau. Nichts in der militärisch-industriellen Welt von Sal wird besser bewacht als dieser Komplex. Wenn Sal eine Achillesferse hat, das ist sie. Übrigens, das ist easy, da reinzukommen. Wie alle wissen, wurde mir angesichts der schweren Verluste in den letzten Monaten das operative Kommando übertragen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Sal ist überall. Es heißt jetzt oder nie. Herr mit der Marine. Wir bringen Sal heute zu Fall. Oder sterben dabei. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Ist doch hübsch hier. Sal ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Du verstehst schon. Alle Einheiten Vorposten für die Sprengung bereit. Sofort zurück zur grünen Linie. Trotzdem hat sie mehr Bildschirme als wir alle. Warte kurz, Michael. Ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Hässlich empfangen, hä? Sal behagt uns mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Bringen Sie uns wieder online. Los! Verdammt! Claire! Das Signal mit Reflektoren. Ist mir egal, wir müssen wieder online gehen. Claire! Gott, Michael. Oh. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren als... Was zum... Oh nein, nein, nein. Claire, das ist Prophet. Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Mods an, Michael. Ist er ein Seth? Sal? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen Mutanten? Oh, danke schön. Das ist nicht nur ein Anzug, Michael. Claire. Claire. Wir sind jetzt 5 Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das sollte eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Nur ich kann das. Der das auch schafft. Yeah. Major Lawrence Barnes. Prophet. Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Rasch, ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Seth?
synthetisch. Unglaublich. Ich kann sie nicht auswerten. Oh, kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Klingt logisch. Claire, ist es aber auch die Wahrheit? Sie, was das Risiko angeht. So viel Macht. Aber instabil und stur. Aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht? Ich brief ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Cell den Rest. Die Lage ganz ist sicher, weitaus ist genial. Schlimmer, als Sie denken. Ich habe Visionen. Oh. Einblicke in... Ja. Wir tragen den Kampf zu Cell, schalten diesen Energienexus ab und beenden diese Farce. Sonst werden sie alles Leben auf diesem Planeten vernichten. Denken Sie daran. Sie klingen ja richtig prophetisch. Heißt auch Prophet. Ist das Absicht? Wie schon gesagt, heißt Prophet. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit, okay? Alles klar. Und danach gibt's Mittagessen. Pass auf dich auf, Michael. Ja, und das mit du mir. Wie auch immer. Gehen wir. Hallo, ich bin auch ein Mensch. Oder irgendwas dazwischen. Mensch, Alien, Außerirdischer. Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Na, wenigstens und? Hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Romeo 1. Ihr Mikro ist noch an. Oh. Ups. Kann passieren. Stell mal auf leichtes Zugewicht. Komm. Hopp. Geile Aussicht, ne? Der Photon-Hydrodamm. Gleich meine Leute markieren. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Cell hat seine Kräfte auf die Seite. Da ist einer, ich sehe ihn. Ist deine Entscheidung, wie du die Sache angehst. Übrigens, hier fängt der erste Trailer an von Crysis 3, den man gesehen hat. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich mache das jetzt etwas stealthisch. Das werde ich dann auch tun. Energienexus. System X. Wenn wir den Damm abschalten, sind Cells Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm? Wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben. Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Hm. Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihm trauen? Und was sollte Ihr Ausraster wegen meines Anzugs? Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum, ich frag nicht nach. Ich weiß nur, das wird man später noch erfahren. Sie hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. Guck, ob sie das mittlerweile gefixt haben, diesen Clipping-Fehler. Also, wird gleich kommen. Müsste man auf seine Hand achten. Ah, die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Achso. Da kannst du was, das wäre kein Fall drin. Ja. Brauchst du Hilfe? Guck, das meine ich. Sein Hang steckt im Aufzug. Immer noch nicht gefixt. Hätte man ja mittlerweile mal machen können. Ist ja relativ offensichtlich, aber nein. Hui! Oh. Okay, hui. Dadurch. Ja. Nein! Und ich bin tot. Nein. Ich bin okay. Dann bleibt wohl nur noch ich. Scheiße. Okay. Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. Ja. Und genau hier beende ich mein... beende ich meinen Part von Crysis 3 und ja, was
mit diesen Leuten passiert, erfahrt ihr beim nächsten Mal.